Einen wunderschönen guten Tag, lieben. Herzlich willkommen zurück zu Circuit Superstars. Heute geht's weiter mit der Prototyp-Weltmeisterschaft. Und ich habe es erst auf Profi probiert. Dachte, das ist zu einfach. Bin ich auf Meister gegangen, dachte mir, das ist zu schwer. Und jetzt gehen wir wieder auf Profi rein. Let's go. Probieren wir es mal hier mit einem Auto, das so ein bisschen aussieht wie ein Audi R8. Finde ich, vor allem von der Front her. Und für die Leute, die jetzt ein bisschen jünger sind oder damals die Le Mans-Serie nicht verfolgt haben, Audi R8 ist halt nicht nur das Straßenauto Audi R8, sondern es gab auch halt den Audi R8 im Sinne von Le Mans-Prototyp. So, ich war halt hier im ersten Quali, 3/10 schneller als die nächstschnellste KI. Aber das Ding ist, wir haben hier 15 Runden. Das heißt, Strategien werden nochmal wichtig. Und außerdem muss man halt auch sagen, die KI ist, würde ich behaupten, von Strecke zu Strecke echt nicht so super geil gebalanced. Es ist ein super cooles Spiel, aber ich habe oft das Gefühl, dass die KI mal, also ich sehe es ja auch anhand von mir selbst und ich weiß nicht, ob ich dann, vielleicht liegt es auch an mir, dass ich auf mancher Strecke richtig geil bin und auf mancher Strecke richtig schlecht bin. Aber ich würde auch behaupten, die KI trägt mindestens einen Teil dazu bei, dass man manchmal einfach super OP ist und super, und manchmal auch einfach, oh nein, super hinterher ist. Okay, das war nicht gut. Strafe bekommen. Alles okay. So, 27,7. Ich bin hier vorhin eine 27,0 gefahren. Auf Meister. Auf Profi bin ich eine 27,3 gefahren und dann ist die nächststärkste KI eine 27,6 gefahren. Okay, also manchmal scheint das ein bisschen hin und her zu springen. Jetzt mag man natürlich sagen, Dave, mit Strafe? Trotzdem Pole? Vielleicht zu einfach? Bitte lasst uns diese Diskussion nicht führen. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass wir hier im Laufe der Meisterschaft doch genug Herausforderungen haben werden. Insbesondere, weil ich auch denke, und es wäre jetzt auch keine Schande, wenn es so wäre, und ich halte es aber auch für sehr wahrscheinlich, dass es so ist, ich glaube, die KI trickst ein bisschen bei dem Zusammenspiel von Ressourcen, also von Sprit, Reifenabrieb, den wir jetzt wieder haben bei einem 15-Runden-Rennen, by the way, wieder. Ich glaube, die KI trickst da bei Sprit und bei Reifen und bei den Zeiten, die sie fahren kann. Denn, ja, manchmal habe ich das Gefühl, okay, ich habe jetzt frische Reifen oder alte Reifen und ich verliere dann irgendwie immer ein bisschen mehr Zeit als die anderen. Es mag vielleicht auch einfach an mir selbst liegen, dass ich zu schlecht bin, aber die Erfahrung sagt halt so, okay, Videospiele, allein damit Rechenkapazität gespart wird, versimpeln oder simplifizieren so Simulationsgeschichten bei KI. Ja, da muss das Spiel das nur einmal simulieren und zwar bei dir. Was ja dann teilweise auch eher mehr schlecht als recht. Und ja, das Ergebnis ist halt, wenig Rechenkapazität wird eingenommen, was gut ist, weil dann kann so ein Spiel auch auf einem schwächeren System laufen. Oder auf älteren Konsolen oder whatever. Aber das Kontra dabei ist, dass die Simulation meist dann nicht so 100% akkurat ausfällt. Und letztendlich sind das immer so ein bisschen die Abstriche, die man machen muss, aber das möchte ich ganz klar betonen. Wie gesagt, es ist keine Schande, wenn es ein Spiel macht. Insbesondere sind wir hier bei Circuit Superstars bei einem Spiel, das jetzt nicht wie die F1-Reihe oder so von Codemasters Millionen Budget hat, sondern das ist halt wirklich ein kleineres Game. Oh, knapp Kiste. Es ist ein kleineres Game. Es ist ein Spiel, was wahrscheinlich von dem Indie-Team entwickelt oder so. Und das ist auch vor allem, was zumindest die Reihe angeht, wenn es eine Reihe werden sollte, Circuit Superstars, das ist ein Erstlingswerk. Ich habe jetzt nicht unbedingt einen riesen Track Record, was der Entwickler vorher alles gemacht hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt plötzlich das 15. Rennspiel ist, das die jetzt entwickelt haben. So, Box, 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 Box. So, Sabrina kann dann noch eine Runde extenden. Und wir sind nach einem Drittel der Renndistanz an der Box. Wir müssen keine Gesundheit wieder auffüllen. Wir wechseln die Reifen mal komplett durch. Oh, ich habe eben 80% verbraucht, ne? An Sprit. Jetzt habe ich 70% überhaupt erst nur dabei. Also, das ist nicht gut. Gut, in 5 Runden 80%, heißt 16% pro Runde. Wir müssen, wenn wir am Ende 6 Runden in einem Stint verpacken, müssen wir am Ende auf jeden Fall dann 96% haben. Nee, aber das ist ja eh so eine Frage, die mich hier und da ein bisschen beschäftigt. Wie krass sind die Pros in diesem Spiel wirklich?
Ja, also die, die wirklich das Spiel richtig gut beherrschen. Und könnten die mit der höchsten KI-Schwierigkeit mithalten oder nicht? Das ist so eine Frage, die für mich persönlich als jemand mit sehr viel Ehrgeiz hier und da dann schon wichtig ist. Aber andererseits, der Entertainer in mir sagt auch, ey, eigentlich ist es egal, ne? Fahr einfach jetzt mal auf den Pro-Schwierigkeitsgrad, wenn du mal ein bisschen OP bist, ist auch okay. Wenn du ein bisschen hinterherhingst, ja, das gehört halt beides irgendwie dazu. Das ist halt beides Racing. Part of Racing. Und ich meine, bei den hier Jeeps zum Beispiel, da waren wir auch plötzlich richtig stark, außer in einem Rennen. Und keine Ahnung, mit dem Porsche war ich jetzt auch nicht so stark wie erwartet zum Beispiel, ja. Außer am Ende. Und dementsprechend, das ist auch okay, wenn es mal besser läuft, wenn es mal schlechter läuft. Nur irgendwie, ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht auch, ne, dass ihr möglicherweise einen bestimmten Schwierigkeitsgrad halt immer wieder genutzt habt. Und dann sagt so der Ehrgeiz in euch, okay, Mann, das musst du doch jetzt auch wieder auf schwer schaffen oder so. Und im Endeffekt wäre es vielleicht auch einfach nur smart an einem gewissen Punkt, zu sagen, okay, ich enjoy es jetzt erstmal. Höchster Schwierigkeitsgrad oder hoher Schwierigkeitsgrad ist nicht unbedingt immer mehr Spielspaß. Habe ich zum Beispiel auch für Uncharted so ein bisschen für mich verinnerlicht. Weil da habe ich jetzt für mich das irgendwann mal so gemacht bei einem Rerun, wo ich wirklich die neuen, von alt bis neu, wo ich alles durchzocken wollte. Noch habe ich die neuen nicht durch, aber da habe ich die ersten drei jetzt schon auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad einfach gezockt. Weil ich mir gedacht habe, ey, mir ist es so latte, wie herausfordernd das ist. Und im besten Fall hat ein niedrigerer Schwierigkeit sogar weniger Gegner. Und am Ende habe ich mehr Spaß, weil ich habe bei Uncharted primär nicht Spaß wegen der Schussgefechte, sondern trotz der Schussgefechte. Man muss tatsächlich sagen, ich habe da sehr viel Spaß bei der Story, bei der Erzählung, bei den Charakteren, bei den Dialogen. Aber ich habe noch nie Uncharted gespielt, weil ich mir dachte, boah, geil, cooles Deckungssystem, cooles Shooter-System und sonst was. Nö, das ist immer so für mich fast schon eine Hürde, um Uncharted zu enjoyen. Vor allem, weil auch irgendwie das mit der Erzählung überhaupt nicht zusammenpasst, wenn du da so einen Nathan Drake hast, der irgendwie hunderte Leute abballert und dann in der Cutscene so sagt so, ey, ich bin der cool entspannte Dude. So, passt halt irgendwie nicht. Sabrina vor mir geht gleich dann auch nochmal in die Box hoffentlich, weil Runde 12. Wäre so 2x6 Runden gefahren, glaube ich. Ist nicht ganz optimal, die Strat, aber könnte am Ende mit frischen Reifen nochmal ein bisschen anpacen. Nee, fährt... Ah, nee, hä, ist schon längst hinter uns. Hä? War die gerade nicht vor mir noch? Ich habe mich im falschen Moment drauf geschaut. Aber Sabrina kommt näher. Aua. Das Thema KI ist ja eh so ein spannendes Feld. Also, unter dem F1 Video oder Gran Turismo wurde auch mal gefordert, ich solle das bitte nicht KI nennen, weil das dann für jeden Programmierer quasi eine Beleidigung so was, weil das ist halt irgendwie auch nicht korrekt so und KI, da sind wir noch Jahre von entfernt und keine Ahnung was. Wo ich mir aber auch denke, so, ja, okay, das ist aber in der Spielebranche der etablierte Begriff für das, was man da halt meint. So, jeder weiß halt, was damit gemeint ist. So. Und im Endeffekt muss man aber auch sagen, KI ist halt echt schwer einzuschätzen oft. Oh, oh. Ich find's aber auch immer ein bisschen schade, wenn sie anfängt zu manipulieren. Oh Mann, nein! Wenn sie anfängt zu manipulieren und... Weil sie hat zum Beispiel gar keine Probleme mit dem Reifenabrieb gerade, ne? Weil sie ist natürlich 2 Runden weniger am Ende mit dem Reifensatz gefahren, aber sie konnte mich am Ende nochmal hier holen. Schade. Nee, aber es gibt ja auch Spiele, wo wirklich das Handfest auch Teil des Spielelements ist, dass die KI dann manipuliert ist. So, keine Ahnung, in Need for Speed oder so oft ist es halt so, dass du dann einfach eine KI hast, die dir komplett um die Ohren fährt oder so. Und... Also wenn sie möchte... Die Polizei zum Beispiel dann unbound ist auch so. Aber das ergibt dann stellenweise auch einfach Sinn. Zum Beispiel im Burnout. Burnout hat einen Modus, Takedown-Modus,
wo es darauf ausgelegt ist, oder Road Rage heißt der ja, stimmt. Wo es darauf ausgelegt ist, dass du Leute kaputt machen musst. So. Anders als die meisten Elemente hier im Spiel, aber trotzdem spiele ich das fast als Road Rage Modus. Oh Gott. Camille, da wurde ich aufgehalten. Das ist übrigens das Rennen, wo ich dann auch abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, ey, Meister ist mir zu schwer. Oh oh. Also auf Meister den Wechsel habe ich nach dem ersten Quali gemacht und den Wechsel von Meister zurück auf Pro habe ich während dieses Rennens beschlossen, weil Meister mir halt einfach zu heavy war. Und ich habe auch gemerkt, das ist für mich einfach nur noch frustrierend mit einem bestimmten Schwierigkeitsgrad und ich lasse es lieber sein so. Und wenn du einen Fehler machst, bist du halt komplett aus der Kalkulation raus. Das ist vielleicht nicht der Anspruch für dieses Format. Und ja, nochmal kurz zurück auf Burnout. In dem Road Rage Modus ergibt es natürlich nur Sinn, dass wenn du mal zu schnell bist für die KI, dass sie dann halt auch in Anführungszeichen trickst, um wieder an dich ranzukommen. Oder wenn du zurückfällst, dass sie halt auch wartet auf dich, weil du möchtest ja Takedowns erzielen. Du möchtest die KI ja kaputt machen. Und wie könntest du das machen, wenn die halt einfach nicht mehr um dich herumschwirrt? Deswegen ist es dann nur sinnvoll, dass die wirklich auf dich wartet oder dich im Zweifelsfall einholen kann, damit du da halt nicht allein in der Prärie rumfährst, sondern damit du halt irgendwie Leute um dich herum hast, die du kaputt machen kannst. Und das ist halt das Schöne, finde ich, wenn da mal die KI so ein bisschen manipuliert. Es ist aber auch allgemein sehr schwer, eine vernünftige KI zu programmieren bei sehr vielen Sachen. Also, wie gesagt, bei Rennspielen, müsstest du so viele Sachen bedenken. So viele Eventualitäten und das muss alles wirklich passen. Ich bin mal gespannt, was Sony mit ihrer Sophie AI in Gran Turismo alles hinbekommt, ob das wirklich dann vernünftige KI ist. Weil, ich muss ehrlich gestehen, so nichts gegen das System an sich, ja, und es kann ja auch alles gut werden und cool und sonst was. Aber seit Forzas oder Microsofts riesiger Lüge mit der Forza Driver KI und oh, die ist so smart und die ist so gut und sonst was, vertraue ich niemandem mehr, der mir irgendwie eine krasse KI andrehen möchte. Ich habe da kein Vertrauen mehr. Wenn mir jemand sagt, ja, wir haben ein richtig krasses KI-System und bei uns ist die KI unendlich schlau und sonst was, ich traue dem Braten gar nicht mehr. Und ich sitze da und denke mir immer so, wenn es da ist, teste ich es und dann vertraue ich euch im Zweifelsfall und wenn nicht, dann nicht. Und bei Forza war es wirklich furchtbar. Also wirklich, seit die dieses Driver-System haben, habe ich das Gefühl, dass die KI einfach wirklich komplett Gummiband ist und dass sie auf Abruf 3-4 Sekunden schneller fährt oder langsamer. Das Ding ist, dass ich jetzt gerade Forza 3 auch spiele parallel. Kommt auf dem Uncut-Kanal. Link ist wie immer in der Beschreibung zu dem Kanal. Und da habe ich das Gefühl, dass die KI wirklich sehr smart ist, was so die Pace angeht. Ich habe da nicht das Gefühl, okay, die KI fährt... Also da kommt es wirklich so rüber, als wäre die KI-Physik nicht eine andere. Da habe ich wirklich das Gefühl, okay, ich fahre hier legit gerade ein Rennen, wo ich mit gleichen Waffen auch fighten kann. Und ich habe da auch nicht das Gefühl, okay, die KI veräppelt mich. Fährt im Zweifelsfall 3 Sekunden schneller als ich, fährt im Zweifelsfall 3 Sekunden langsamer als ich, so wenn ich hinterher bin. Sondern das ist halt wirklich, das passt. Und bei Forza Motorsport ist das auch, finde ich, definitiv ein Anspruch, den man dann ans Spiel haben kann. Dass du halt auch legit ein Rennen fährst gegen die KI und nicht einfach, keine Ahnung, Wartezeiten-Simulator machst, während... Mal du in der wartenden Position ist und mal die KI. Und das ist für mich mittlerweile einfach super unbefriedigend, in einem Forza Motorsport einfach Rennen zu fahren, weil ich manchmal denke so, okay, ich bin ja komplett hinterher und da geht auch nichts, egal was ich mache. Und manchmal bist du so schnell, dass halt easy peasy passt. Jetzt mag der ein oder andere sagen, ja gut, Dave, das hängt aber auch ein bisschen mit dem Balancing der Fahrzeuge zusammen. Mag auch stimmen, macht die Sache aber nicht viel besser. Verlagert das Problem halt nur, weil dann bist du halt mal mit einem 300-Punkte-Auto richtig stark und mal mit einem 300-Punkte-Auto richtig schwach oder so. Das gibt's aktuell ja auch in Need for Speed Unbound zuhauf, das Problem. 8% am Ende noch, 7%. Alter, wie die
Crew auch reagiert, wenn du mal zu weit rauskommst oder so. Oh, ich habe ein bisschen länger getankt auf jeden Fall als Victor. Hoffentlich passt das jetzt alles. Bei Need for Speed Unbound habe ich das auch. Also da gibt es Autos, mit denen startest du zum Beispiel das Spiel, die sind furchtbar. Weil ich habe ja auch, oh Gott, ich habe ja auch zwei Spielstände, weil ich habe es mir auch auf PS5 selbst gekauft. Ich habe einen Key bekommen für den PC. Und war halt von Anfang an so gedacht, weil ich wollte es auch mal im Stream durchspielen dann. Weil ich mir dachte, okay, ist auch ein Spiel, das kann man gut im Stream zocken. Aber ich will halt jetzt nicht das Let's Play dann hier nachträglich vom Livestream hochladen. Ich will ja eh Livestream-Content und aua. Gott, Stream-Content und Video-Content will ich eh ein bisschen trennen. Oder habe ich ja auch schon Ewigkeiten jetzt durchgezogen, dass ich das mache. Insofern zweimal durchspielen ist auch okay. Und Sabrina killt sich da komplett wild. Und dementsprechend habe ich da auch mal zwei verschiedene Startautos genommen, weil ich dachte, okay, ist langweilig, wenn ich jetzt immer nur dasselbe Auto nehme. Also, es gibt ja ein Startauto und es gibt ein Start-Startauto, was quasi dein Endgegner-Auto dann wird. Und dieses Endgegner-Auto ist dann jetzt im Prinzip der Nissan Silvia gewesen auf dem Livestream-Account und auf dem Video-Account haben wir den Countach. Ich kann euch sagen, die ersten Rennen waren mit dem Countach unglaublich einfach. Während ich im Nissan Silvia mich extrem abgemüht habe. Das macht einen riesen Unterschied. Und da denke ich mir halt jedes Mal so, okay, wenn ich, sagen wir mal, auf 500 Punkte tune ein Auto, warum ist das eine dann so bedeutend schneller als das andere? Und ich meine, klar, das wirst du nie perfekt balancen können. Das ist mir bewusst. Es kommt auch immer so ein bisschen auf den Fahrertypen an. So, lass es den kompetentesten Need for Speed Spieler oder Forza oder Gran Turismo Spieler für die jeweiligen Games machen und du wirst trotzdem Diskrepanzen haben, weil nehmen wir mal an, ich wäre der beste Gran Turismo Spieler der Welt und ich mache die Gran Turismo BOP, vielleicht komme ich trotzdem oder vielleicht kommt niemand so gut wie ich klar mit einem Porsche in dem Spiel und dann hast du die Leute, die dann Porsche fahren und sich denken, warum ist der so schwach? Wo ich dann sage, ja, werd halt besser. Ich kann mit dem Porsche so schnell fahren. Aber vielleicht komme ich dann mit dem, kann ich den Mercedes nicht. Ich verstehe hoffentlich, was ich meine, ne? Vielleicht bin ich im Mercedes eine Zehntel schneller als der zweitschnellste Fahrer der Welt und im Porsche 3 Zehntel schneller. Und wenn ich das dann balancen würde, dann würde ich halt diese 2 Zehntel Diskrepanz dann natürlich mitnehmen. Ist dann alles, oder auf die Spieler übertragen, ist dann alles ein bisschen schwierig so. Im Endeffekt, ich finde trotzdem ist manchmal sehr strange gebalanced alles und ich glaube, besseres Balancing würde man definitiv hinbekommen, wenn man sich einfach ein bisschen Mühe geben würde. Aber es kostet wahrscheinlich so viel Zeit, dass die meisten Entwickler da Besseres zu tun haben. Auch Thema KI-Entwicklung. Ich meine, Circuit Superstars funktioniert halt auch mit der jetzigen KI. Da muss jetzt nicht irgendwie krass was überarbeitet werden oder sonst was. Weil Spaß macht das Spiel auch so und damit haben wir einen riesen Themenkomplex mal in einem Video, wo ich mir wieder nicht so sicher bin, interessiert euch das Thema oder nicht. Oh mein Gott, aber long story short, ich glaube, KI ist in Circuit Superstars nicht so ein unendlich wichtiges Thema und wir können 6 Runden mit einer Tankfüllung fahren, mit einem Reifensatz auch, aber vielleicht sollten wir vorher schon an die Box. Ja, komm, ich dive da mal rein, ne? Auf jeden Fall noch 5 Runden rein.
Sabrina wird in diesem Rennen unsere größte Rivalin. Au. Ich frage mich, ob der Sprit einen großen Unterschied macht, pace-technisch. Oh, sorry, Alter, das war nicht gut. Das war nicht nett. Nee. Keine coole Aktion von mir. Wir nehmen ja dafür den Damage hin, deswegen mal gucken. Alter, nicht gut. Und ich habe ja Karma bekommen jetzt. Oh nein, und ich habe doppelt Karma bekommen. Oh, dreifach Karma! 75% haben wir verbraucht. Wir tanken trotzdem mal voll. Damit der letzte Stopp eventuell nicht so lang. Oh no, ich bin direkt im Verkehr wieder rausgekommen jetzt. Okay, perfekt. Kann man doch machen. Vollgetankt. Kein Verkehr vor der Nase. Letzter Stopp wird kürzer. Alles gut. Boah, wild. Ist aber gut nach vorne gekommen, ne? Hoffe, ich habe genug Boxenzeit beim Nachtanken gleich, dass ich da nochmal die Reifen wechseln kann. Sollte aber eigentlich passen. Der Verbrauch ist relativ hoch. Oh, Vollgas durch Kurve 1 geht. Der Dude, der die schnellste Runde hat, ist noch nicht wirklich weit vorne. Das wundert mich so ein bisschen, aber... ich find's auch nicht schlimm. Sabrina jetzt mit der schnellsten Runde. Ja, guck, und das meine ich. Im ersten Rennen waren wir ungefähr auf Augenhöhe. Im zweiten war ich recht klar überlegen. Glaube ich. Und jetzt im dritten... werde ich hier gerade komplett besiegt. Runde 10. Aber Elaine Brown sollte ich eigentlich noch kriegen können. Brauche ich. Oh nein, ich habe zu früh. Guck, das Ding ist, ich habe jetzt schon underfueled, ne? Ich habe 3 bis 4 Liter zu wenig. Und trotzdem ist der Victor direkt an mir dran jetzt. Also theoretisch hat er doch viel mehr zu wenig Sprit gehabt. Das meine ich mit, dass sie manchmal bei manchen Sachen ein bisschen tricksen. Belegen kann man es vielleicht nicht, aber... oder ich kann es nicht. Ich kann auch nicht programmieren oder sowas. Aber sowas kommt einem dann schon ein bisschen strange vor. Ich glaube, es wird bestenfalls P3 jetzt. Muss halt jetzt Sprit sparen. Alter, ich bin doch so doof. Ich bin so doof! Habe ich einmal nach vorne geschaut und mal geguckt, wie der Abstand so grob ist.
Egal, die ersten zwei Rennen haben wir, glaube ich, gewonnen. Nee, im ersten waren wir Zweiter und im zweiten Rennen haben wir, glaube ich, gewonnen. Trotz Fuel Saving gerade eine ziemlich gute Runde. Wird komplett gottlos einfach reingegangen. Ich habe mich definitiv mit dem Fehler auf Platz 3 nur degradiert. Sonst wäre es P2 vielleicht sogar geworden. Oder wahrscheinlich. Aber immerhin, das mit dem Sprit hat am Ende noch geklappt. Alter. Krass, dass ich das noch alles einsparen konnte. Und dabei habe ich gar nicht mal so krass pace-technisch verloren. Heftig. Oh, Sabrina Spector aktuell noch vor uns. Wir sind jetzt, glaube ich, erst 3 Rennen gefahren, ne? Krass. Das wird eine etwas längere Folge, Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß mitgebracht oder Zeit, Lust und Laune. Alles in Kombination. Autsch. Direkte Penalty. Das Song aber auch. Oh. Auf geht's. Ich spare mal hier und da ein bisschen Sprit. Da, wo ich glaube, es ergibt Sinn. Ich hätte den Streckenverlauf auch nicht, deswegen bleibe ich jetzt erstmal hinter Martha. Weil wenn ich jetzt vorbeigehe, klar, vielleicht könnte ich dann... Weißt du, ich spare jetzt an Stellen Sprit, wo ich mir denke, okay, ich gehe lieber nicht vorbei erstmal. Und ihr denkt euch vielleicht so, ja Dave, geh doch einfach vorbei und spar doch nicht so viel Sprit, das ergibt keinen Sinn. An der Stelle, wo du gerade jetzt auch sparen willst, keine Ahnung. Aber es geht natürlich auch darum, kenne ich die Strecke? Bei mir ist es ein klares Nein. Deswegen bin ich ja lieber hier vorsichtig und hab lieber Martha noch in der Nähe, die jetzt die Penalty bekommen hat. Und Kimi called die Penalty. Krass. Dass mein eigener Hund was gegen die Penalty hat, die Martha bekommt und die seinem Vater hilft. Furchtbar. Die verzogene Jugend hier. Aber das ist jetzt wieder so ein Rennen, wo ich das Gefühl habe, okay, wir haben alles unter Kontrolle. Insbesondere glaube ich, wenn du hier keinen Sprit sparst, könnte es durchaus auch pace-technisch echt weit nach hinten gehen für dich. Also warten wir mal ab. Nicht pace-technisch, sorry. Strategisch. Das könnte echt problematisch werden. So, sorry, manchmal werft man so manche Worte, wenn man voll konzentriert ist, durcheinander. Das kennt ihr vielleicht. Das ist genauso wie das Phänomen, wenn du irgendwas gerade liest und irgendeinen Satz gerade sagst, und dann liest du, keine Ahnung, du sagst, ja, also, aber der Apfel, der Newton auf den Boden gefallen ist, der war auch der Beweis für, und dann liest du das Wort, Döner, und dann sagst du Döner, so, und dann, ah nee, hier, Gravitation, und keine Ahnung was, oder kein Beweis, sondern ihr wisst schon, was ich meine, egal, ist auch eh alles wurscht. Das Ding ist, warum ich das gesagt habe, also die mussten alle nicht rein, aber ich könnte mir vorstellen, wenn die alle... Also, dass es eng wird, wenn du keinen Sprit sparst. Vielleicht haben die alle Sprit gespart. Du hast halt an für sich aktuell fast 20... man hat halt 20 Liter fast pro Runde Verbrauch auch tatsächlich.
Und manche können tatsächlich noch eine sechste Runde fahren. Ich hoffe, ihr könnt langsam nachvollziehen, was ich die ganze Zeit am Anfang gemeint habe mit, ey, boah, Ressourcen, weiß ich ja nicht, ob das so alles passt. Ich habe da echt das Gefühl, wenn du hier eine extra Runde fahren willst, da musst du wirklich langsam dann sein. Du müsstest echt langsam sein, weil da musst du echt saven. Ich fahre jetzt mal eine Runde flat out. 79%. Guck, da haben wir's. Aber wobei ich aber auch... Habe ich auf 100 nachgetankt? Weiß ich nicht. Okay, das ist jetzt nicht meine flat out Runde. Die flat out Runde kommt vielleicht danach. Mal schauen. Muss auch auf die Reifen müssen, glaube ich, aufpassen. Mögen es teilweise auch nicht so gepusht zu werden. Und Sabrina kommt näher. Es wird ein ziemlich epischer Zweikampf um den Titel hier. Eins von ihr. Okay, das wird spannend. Das Gefühl, die Karre fährt sich leider gerade nicht mehr so gut. Oh, Sabrina kommt jetzt strauchelnd. Fuel nur noch, oh mein Gott. Das meine ich, ich bin gerade so auf Kurs 5 Runden. Oh mein Gott, ey. Wie? Ist gerade knapp an der Penalty vorbei. Schon wieder. Reifen waren komplett am Ende. Digga, die ist bei 80 oder 70 Fuel schon losgefahren. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, fertig. Ich habe fertig mit der Erklärung davon. Und weil du cheatest, cheaten wir jetzt auch, weil wir dich gerade richtig hart wegwämsen hier. Ich spare mal ein bisschen Sprit. Muss ich später hoffentlich nicht so viel sparen. Alter! Alter! Wow! Die wollte an die Box und hat mich da weggerammt. Cool. Alter! Mann! Nein! Es war so gut! So fies. Aber die fährt auch einfach eine Pace. Die ist einfach wahnsinnig gut.
Ich wollte in der letzten Runde rein. Das heißt, entweder. Also, sie fährt jetzt die 6. Runde auf dem Reifen. Und sie hatte anscheinend auch Sprit für 6 Runden. Oder 7. Aber die hat einfach keine Probleme gehabt. Mit gar nichts. Boah, das triggert mich jetzt gerade. Das triggert mich gerade hart, ey. Oh Mann. Das ist so ungeil. Tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen rage, aber oh, das ist. Das kannst du wirklich niemandem erklären, dass das so funktioniert. Als erst Sabrina die 20, 30 weniger tankt und trotzdem durchkommen wird. Wenn du so Taktikelemente einbaust, dann baue sie doch bitte auch so ein, dass sie wirklich funktionieren und dass sie wirklich fair sind. Also es braucht es doch auch keiner. Selbiges wie Reifentemperatursimulation in F1. Eieieiei. Es tut mir echt leid, dass ich gerade so ein bisschen griescremig bin, ne? Aber. Gibt auch halt einfach Features, die einen wirklich zu Weißblut treiben. Sorry, Bro, der zweite Platz gehört mir. Nichts von gut. Ich habe keine Reifen mehr am Ende gehabt. Alter Falter, ey. 7 Punkte Rückstand zu Sabrina. Ja, was machen wir jetzt im Finale? Thunderpoint. Wenn sie Zweiter wird, oder Zweite, hat sie es trotzdem. So, Road America. Sabrina direkt mit der Penalty, ehrenhaft. Sehr viele Penalties hinter uns. So, Sprit sparen, weil ich glaube, es ist auch. Oh no, ist auch ein etwas längerer Kurs. Mein Fehler, ich bin da. Ich habe nicht auf die Strecke geguckt, sondern nochmal auf die Zeit, um zu gucken, wie lang die Strecke selbst ist. Okay. Sprit sparen. Also muss ich nach 4 Runden schon rein. Da ich da eh lift und coaste, werde ich einfach die Abkürzung immer wieder nehmen. Schon okay. Jetzt habe ich auch mal wirklich auf die Strecke gucken können, beziehungsweise auf mein Auto. Auf geht's, ran an Abdul. Muss noch mehr sparen, oh mein Gott. Immerhin. Gehen die alle nach 4 Runden rein? Bitte ja, bitte ja, bitte ja.
Komm schon. Was ich mir aber durchaus vorstellen könnte, wäre online Circuit Superstars spielen. Da gibt es auch so Liga-Betriebe und so weiter und so fort. Aktive Community, sehr aktive Community. Ist aber krass, dass die vor mir quasi so eine Pace gerade fahren. Und nicht an der Box waren. Bei niemandem gerade das Gefühl, dass sie wirklich Sprit sparen, ne? Außer bei mir. Gut, da weiß ich es ja auch. Ach, komplett nachtanken, ne? Na, und wieder ordentlich Zeit verloren hier und da. Sehr schön. Sie ist auch die einzige Person, die gerade zählt, Sabrina. Die müssen wir besiegen, alle anderen sind egal. Perfekt. Den Cut wollte ich mir schon die ganze Zeit abholen. Jetzt habe ich es endlich mal wieder geschafft. Natürlich wäre es... Oh nein, im Zweifel besser, wenn ich hier mehrere Leute hier vorne besiege, aber muss eigentlich kein Risiko fahren, wollte ich gerade sagen. Ja, habe ich jetzt damit doch irgendwo gemacht, aber eigentlich muss ich jetzt nichts riskieren. Es ist halt eigentlich eher langfristig wichtig, da zu denken, statt jetzt irgendwie schnell ein paar Zweikämpfe zu führen. Okay, auf geht's. Sabrina schon mal mit der schnellsten Runde. Ach, Kacke. Die ist jetzt schon auf 5. Oh mein Gott. Geh bitte in dieser Runde rein, Sabrina. Ich muss. Oh mein Gott, die sind alle drin. Ich bin der Einzige. Oh Gott, ich habe auch 19% nur Sprit. Ich bin der Einzige, der hier jetzt gerade draußen geblieben ist. Jetzt ist aber natürlich die Frage: Fahren die jetzt in 6 Runden Stint? Oder bleiben die einfach draußen? Gehen die nochmal rein. Alter, meine Hand ist total verkrampft. Die rechte Hand ist wirklich gerade komplett verkrampft. Okay, die sind alle sehr weit weggekommen jetzt. Also die hatten kürzere Standzeiten wahrscheinlich und jetzt auch natürlich frischere Reifen.
Vielleicht müssen ja auch alle noch keinen Sprit sparen oder nicht mehr, eher gesagt, weil die machen vielleicht eh einen Stopp mehr als ich. Dann ist ja auch klar, warum die keinen Sprit sparen müssen, wenn die jetzt in 4 Runden wieder reingehen oder in 3. Okay, mal gucken. Jawohl. Über Sabrinas Ausgangsposition habe ich jetzt aktuell ja eh keine... Ja, keinen Einfluss. Ich kann jetzt eh einfach nur noch gucken, dass ich die Leute drumherum bei mir überhole. Box, Box. Oh, Gott im Himmel, ey. Krass. Das könnte es jetzt sein. Sprit sparen. Wichtig. Wayne Brown, Camille Boucher. Oder Boucher. Boucher, ja doch, Boucher wird schon passen. Beide auch noch zwischen Sabrina und mir. Der eine Cut da ist nicht so gut, der letzte, den ich mir jetzt geholt habe. Den sollte ich natürlich nicht nehmen. Ah, Sabrina auf 3. Die wird doch mit Sicherheit nochmal P2 holen. Der lässt sich diesen Titel nicht mehr nehmen, glaube ich. 26, 25%. Oh oh. Also falls ich jetzt das Rennen nicht gewinne, hätte ich einfach nur zweimal oder so da keine Penalty bekommen dürfen. Sabrina jetzt auf 2. Nein! Es hat am Ende nichts geändert, aber ich hätte das Rennen schon gern noch gewonnen. Oh, GG. Ja, krass. Also war die richtige Entscheidung, die goldrichtige Entscheidung, hier noch auf Pro zu fahren, weil... Ja, ich hätte das Ding eh nicht gewonnen. Also auf, was war das andere? Hier Meister sowieso nicht. Krass. Ey, ich muss mal gucken, ob ich mir nicht vielleicht so ein bisschen was durchlesen muss bezüglich dessen, wie man diese Events alle hier, oder wie man hier besser fährt einfach. Weil, ja, vielleicht mache ich fahrerisch irgendwie ein paar Sachen falsch. Vielleicht geht da noch ein bisschen mehr, wenn man... irgendwas beim Lenken, beim Gas geben, Bremsen oder so beachtet. Ja, auf jeden Fall demnächst Superlights-Pokal, Treffen der Euro-Trucks, okay, wild. GP Revival der 60er, für den Moment war es das aber. Vielen, vielen Dank euch allen fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr so ist, das könnt ihr aber auch oben gerne ein Abo raushauen, beim nächsten wieder dabei sein. Und wie immer, nehmt das Ganze hier nicht so bierernst. Bis demnächst. Ciao.